Ja, hallöchen, liebe Leute. Auf geht's in die finale Runde vom Übertore Sommercamp oder auch Folge 5 der Übertore 2.0 genannt. Und wie immer starten wir mit den letzten Resultaten. Der Jörg hatte angefangen mit der Partie Hellas gegen Atalanta. Zwei Türchen, drei Tore in Genua, fünf dann. 8 durch die Partie Juve gegen Lazio und 2 Minustreffer bei Burnley. Sind wir bei 6. Was hatte ich denn? Ich hatte einen furiosen Auftakt mit einem 5 zu 1 von Milan gegen Bologna. 6. United West Ham 1 zu 1. 8. Plus 4 Tore Man City gegen Watford. 12. Und das Optimum 0 zu 0 in Brighton. Sehr, sehr gut. 12. Tore habe ich damit auf dem Zettelchen. Wir haben neuen Zwischenstand und das ist doch spannend fürs Finish. 2 zu 2 und auch nach Toren. 31 zu 31. Sehr, sehr gut. Ich freue mich auf die letzte Runde. Ihr hattet auch zahlreich mitgemacht und mal schauen, ob jemand 12 geschlagen hat. Hier eingeblendet, jawohl, Antonio L. 13 Treffer und mit Kringelchen, weil man muss dazu sagen, The Goal hatte auch 13 Tore. Allerdings Hellas gegen Atalanta auch dabei, das waren nur zwei Treffer, also keine über 2,5 geschafft in dieser Partie. Ja, fehlte dieser eine Kringel. Ich hatte das ja in der ersten Folge angemerkt, dass bei Gleichstand dieses Kriterium zählt. Ja, und der Antonio, der hatte halt auch Milan, Neapel in letzter Sekunde den dritten Treffer bekommen. Watford auch dabei und Brighton die 0, 13 mit Sternchen bzw. eingekringelt, wie man ja auch hier sieht. Glückwunsch, Topwert, reicht allerdings nicht für den reiner Zufall. Bestwert, der hier hinter mir noch hängt, der hatte 15 Treffer geschafft und dann schauen wir doch mal, ob wir das an diesem letzten, in dieser letzten Folge schlagen. Ihr dürft wie immer alle gerne wieder mitmachen. Hier unten gibt es Kommentarfelder, da ballert gerne eure Tipps rein. Das Regelwerk relativ einfach. Gesucht sind drei Overpicks aus dem aktuellen Wochenendspieltag der Serie A und dem letzten Spieltag der Premier League. Mehr Auswahl haben wir ja nicht mehr. Und dann dazu ein Underpick. Ja, und ich hatte es ja gerade vorgerechnet. Die Overs werden natürlich summiert und dann abgezogen werden die Tore, die beim Underpick fallen. Gut, genug geschnackt. Ich beginne dieses Wochenende. Das Finale und ich nehme natürlich Milan gegen Atalanta, die Partie morgen Abend schon um 21:45 Uhr. Ja, beide Seiten können Türchen erzielen, haben sie oft genug bewiesen. Milan in einer Bombenform, jetzt haben sie auch noch Sassuolo geschlagen. Es sieht richtig gut aus, dass wir die auch international sehen. Das Hinspiel war ein 5:0-Sieg von Atalanta. Das wird auch hier und da noch im Gedächtnis sein. Beide Teams werden in den Abwehrreihen vermutlich ein bisschen umstellen. Ja, ich bin sehr gespannt, aber ich denke, da sind auf jeden Fall für beide Teams zwei Trefferchen drin, vielleicht sogar einiges mehr. Ja, ich hoffe einfach, dass das wirklich das Highlight-Spiel dieses Wochenends wird. Damit beginnt es und ich muss es nehmen. Alles klar, der Jörg darf weitermachen. Ja, willkommen auch von mir zur nächsten Runde der Übertore-Challenge. Nachdem das offensichtlich gute Spiel schon weg ist, ist ja klar, werde ich jetzt erstmal nach England gehen. Und zwar mein erstes Spiel ist Man City gegen Norwich. Ich glaube einfach, dass City ja es immer noch darum geht, gut im Rhythmus zu bleiben und sich einzuspielen. Die haben ja ein wichtiges Champions League-Spiel, auch wenn es in 2 Wochen ist, aber da, die sind sicherlich noch fokussiert und egal auch, glaube ich, wen die auf den Platz bringen. Da wird es immer 30 bis 60 Minuten geben, wo die richtig Gas geben. Also Man City gegen Norwich, mein erstes Spiel und mein zweites wird, habe ich ja auch schon öfter genommen jetzt in der Sommer Challenge, Crystal Palace gegen Tottenham, weil Tottenham ist Harry Kane wieder dabei. Ich glaube, da geht es voran. Das ist sicherlich auch nicht mehr so ein ganz ernstes Spiel, aber Tottenham wird auch nach vorne spielen. Für Crystal Palace ist die Saison schon relativ lange gelaufen. Da wird nicht mehr viel passieren und ich glaube auch, dass sie das nicht so ganz ernst nehmen werden. In dem Sinne sollten da für Tottenham schon einige Möglichkeiten da sein, Tore zu erzielen. Ja gut, dann hoffe ich mal, dass Norwich weiterhin gut verteidigt, wie sie es ja schon gegen Chelsea gemacht haben oder auch gegen neuen Burnley-Jungs. Ja, nur 2-0 verloren.
Auch à la Bonheur, muss man sagen, Respekt. Und ja, Man City hat das Hinspiel verloren bei Norwich 3-2. Das macht mir ein bisschen Sorge, dass der Pep da irgendwie vielleicht doch nochmal die beste Garde aufbietet und sich ein bisschen revanchieren will. Aber ich vertraue einfach mal Farke und seinem Bollwerk und hoffe, dass das nur so ein 3-4-0 gibt und ich halt mit dem Rest ein bisschen besser dastehe. Ja, Spurs muss ich dich leider ein bisschen korrigieren. Da geht es noch um eine Menge. Es geht um den Euroleague-Platz. Kann man noch mit den Wolves tauschen. Die spielen immerhin bei Chelsea. Aber gut, ist nicht mein Problem. Spurs haben gerade Bock, die 0 zu halten. Vielleicht kommt da auch nur so ein 2-0 für Harry Kane und seine Jungs bei raus. Ich entscheide mich stattdessen für die Partie Napoli gegen Sassuolo. Napoli verloren. 2 zu 1 in Parma. Die haben endlich mal wieder einen Heimsieg gefeiert. Und ja, Napoli muss sich doch langsam mal für Barcelona vorbereiten. Sassuolo ein guter Gegner dafür. Die können auch ein bisschen befreiter aufspielen, weil ich glaube, an Milan kommen sie da nicht wirklich mehr vorbei. Gut, muss man ein bisschen das Atalanta-Spiel abwarten. Aber auch Neapel, Sassuolo, da sind Minimum 3, 4 Treffer drin. Vielleicht sogar wesentlich mehr. Also ich denke mal, beide Teams spielen einen ganz lockeren Kick. Napoli ist eh schon international qualifiziert durch den Pokalsieg und deswegen, ja, vielleicht sogar 4 oder 5 Treffer. Gut, und dann mein dritter Overpick ist Spal gegen AC Turin, weil Torino hat, glaube ich, die Schnauze voll auswärts immer den Kürzeren zu ziehen. Seit Januar alles verloren auswärts und Spal ist gerade die Schießbude. Gerade daheim die Roma jetzt 6-1 dort gewonnen, Inter Mailand vorher 4-0. Und ja, gut, die werden das jetzt nochmal mitnehmen. Die restlichen Partien wirkt eher so, als würden die halt auch weiterhin eher nach vorne auch ein bisschen was tun. Also ein, zwei Treffer finden die auch. Ich hoffe auf so ein 2-4 oder so, weil Belotti und Co., die werden schon echt ordentlich Wut im Bauch haben, wollen den Nichtabstieg da besiegeln und das werden die auch schaffen, bin ich relativ sicher. Die Quote ist sogar ganz interessant, Torino-Sieg und über 2,5 Tore, glaube ich, gibt eine Zweierquote. Das nur nebenbei, denn jetzt haben wir den Jörg wieder. Ja, mit meinem letzten Spiel habe ich mich relativ schwer getan. Ich finde die Spiele in Italien alle nicht so besonders aufregend, bis eben das offensichtliche AC Milan gegen Atalanta-Spiel. Deshalb bin ich ja auch mit den ersten beiden Picks nach England gegangen. Habe mich dann entschieden für Bologna gegen Lecce, einfach aus dem Grund, weil natürlich Lecce was machen muss. Die haben ja auch eine Chance, die Klasse zu halten. Ich glaube auch, dass sie deshalb nach vorne spielen werden. Bologna steht meines Erachtens gegen starke Mannschaften ganz gut defensiv, aber gegen schwächere Mannschaften versuchen sie schon mehr das Spiel zu gestalten. Und da sollten also einige Buden drin sein, zumal ja letztlich nach dem Restart ja eben auch viele recht torreiche Spiele absolviert hat. Ja, und dann zu meinem anderen Pick. Auch da gehe ich nach England. Und zwar habe ich letzte Woche auch schon genommen Burnley, diesmal gegen Brighton Hove Albion. Burnley hält die Spiele ja relativ knapp. Brighton Hove Albion steht auswärts immer extrem defensiv, verteidigen, da fallen ganz, ganz wenig Tore. Und ich glaube auch nicht, dass Burnley gerade die Mannschaft ist, die da viele Tore erzielen wird, denn die sind ja auch mit einem knappen Sieg zufrieden. Brighton Hove Albion ist auch mit einer knappen Niederlage ein Stück weit zufrieden. Von daher glaube ich, dass das ein relativ unattraktives Spiel sein wird. Ich hatte noch das Everton-Spiel überlegt, aber das hat mich da nicht so gekickt. Sonst wäre auch noch eine Verlosung gegen Sheffield, aber gegen Southampton, die ja immer relativ torreich spielen, habe ich das auch nicht gemacht. Also mein Spiel, Brighton Hove Albion bei Burnley. Und dann gucken wir mal, was passiert. Jedenfalls allen viel Erfolg, viel Spaß beim Wetten und beim Tippen. Macht's gut! Gut, der Underpick war natürlich auch meine erste Wahl, aber ich habe auch eine ganz gute zweite Wahl, weil ich denke, Aston Villa, die haben zuletzt sehr gut verteidigt, spielen bei West Ham, die sind raus aus dem Rennen um den Abstieg, können andererseits auch befreit aufspielen, sind auch torgefährlich, aber Aston Villa hat zuletzt eine Null gehalten gegen Arsenal durch diesen 1-0-Sieg. Jetzt in eigener Hand den Klassenerhalt selbstständig zu schaffen. Ein 0-0 reicht wahrscheinlich sogar, wenn man sieht, wo die Konkurrenz spielt. Watford muss zu Arsenal. Die werden sicherlich auch im letzten Kick nochmal alles reinballern und vielleicht die sogar auseinandernehmen, dass das Parallelergebnis für Aston Villa spricht.
Und ja, Everton spielt gegen AFC Bournemouth. Die haben aber eh nur noch so ganz geringe Chancen. Glaube auch nicht, dass die da Aston Villa nochmal gefährlich werden. Ich spekuliere so ein bisschen darauf, dass Aston Villa tief steht, lange das 0-0 hält. Und wenn es dann sein muss, gegen Ende aufs 1-0 geht. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass die Hammers kein Türchen schießen, sondern eher die Gunners gegen halt Watford. Gut, das so meine Theorien dazu. Ist natürlich ein bisschen heikel, weil das Spielchen kann auch relativ schnell mal eskalieren. Hoffen wir einfach mal das Beste. Ich bin zufrieden mit meiner Auswahl und sehe da eigentlich ganz gute Chancen, dass ich den Sommercup noch hole. Das wäre doch mal was. Gut, jetzt seid ihr gefragt auf unseren Kommentarfeldern. Lasst gerne ein Däumchen hier, abonniert den Kanal, betätigt die Glocke, um immer schnell informiert zu sein. Die Sportwetten fürs Wochenende wird es, denke ich, auch mal morgen geben. Wir haben ja morgen nur die eine Partie in Italien, das Highlight. Denke mal, vorher werde ich was bringen. Jo, wenn nicht, ach, ihr werdet es ja sehen, ihr habt ja die Glocke betätigt. Alles klar, bis zum nächsten Video. Tschö!